Herzlich willkommen, Leute. Ich bin's wieder, euer Porgy. Und heute mit einem, ja, Unboxing kann man es gerade nicht nennen. Das Paket wäre einfach zu groß gewesen. Hätte hier nicht hingepasst. Deswegen werde ich es euch jetzt zeigen. Ich habe es schon ausgepackt. Ja, und zwar hatte ich ja in meinem Video gesagt, wo ich die Reifen für den AirTag ausgepackt habe, dass ich nur noch eine neue oder fast neue Karosserie bräuchte, die im guten Zustand ist. Und ja, wenn man mal so ein bisschen auf eBay Kleinanzeigen guckt, dann wird man manchmal mit etwas Glück fündig. Und da haben wir hier zum Beispiel erstmal einen fast neuen Heckspoiler, also wirklich der Zustand ist richtig gut. Ne? Schön farbig, nicht so wie meiner, schon überall ausgeblasst. Habe schon ein paar LRP-Aufkleber drauf gemacht. Ne? Sieht ganz gut aus. Und ja, was wäre eine Karosserie ohne Spoiler, ne? Deswegen habe ich ein Set gesucht, ne? Weil es hätte mir nichts gewartet, wenn ich jetzt nur eine Karosserie geholt hätte, aber den Spoiler nicht hätte. Oder umgedreht. Deswegen haben wir jetzt auch noch eine Karosserie. Natürlich original. Auch im sehr guten Zustand. Schaut euch das an. Die war übrigens schon ausgeschnitten für ein Jet Pro. Passt perfekt, Leute. Wirklich besser geht's nicht. Habe ich auch einen LRP-Aufkleber hingemacht. Ja, hier mal von innen. Habe ich schon ein bisschen abgeklebt, ne? An Stellen, wo sie anliegt, ne? Karosserie hier, an den Halter etc. Hier ein bisschen verstärkt, weil meine hatte hier einen Riss. Da möchte ich das hier vermeiden. Hier vorne hat sie nur so einen kleinen Riss, ne? Vielleicht sieht man den. Ne? Da ist so ein kleiner Riss. Der ist aber nicht wild. Sonst wirklich ziemlich guter Zustand. Immerhin schön farbig. Ja, und diese beiden Sachen, ne, Spoiler und Karo, hatte ich zusammen für 40 Euro im Set gekauft. Bei eBay Kleinanzeigen. Ne? Super, echt. Ne? Hier auch das Gitter, schön verschlossen. Da kommt ja der originale Auspuff eigentlich raus. Ziemlich genial gelöst. Und ja, jetzt ist der AirTag endlich vom Äußerlichen wie neu. Also ich habe mich so darauf gefreut, ne? Wenn diese Karosserie da ist. Und nun ist sie da und ja, ich würde mal sagen, der AirTag jetzt, ne, mit den neuen Reifen, der neuen Karo und den Alu-Querlenkern und der Alu-Dämpferbrücke. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe eine Dämpferbrücke für den AirTag gekauft aus Alu. Bei eBay Kleinanzeigen auch, für 18 Euro. Die habe ich aber schon eingebaut, da das Unboxing, da muss ich sagen, ich habe ein Unboxing gemacht. Beim ersten Mal hat das Handy es nicht vernünftig aufgenommen. Ihr habt es wahrscheinlich schon in diesem Video gesehen, wo ihr dort auf, wo ich euch meine neue Werkbank gezeigt habe, hat das so geruckelt, ne? Das hat mein Handy manchmal, wenn das so 300, 400 Stunden am Stück an war. Deswegen muss ich das ab und an jetzt mal neu starten, bevor ich ein Video mache. Und da hat das so geruckelt. Dachte ich, na gut, machst halt noch ein Unboxing, ne? Weil ich hatte halt nur, hätte ich das wieder da reinstecken müssen, ne? Das wäre kein Problem gewesen. Ja, und dann auf einmal fing der Akku an zu spinnen. Ne? Habe ich jetzt übrigens eben auch wieder gehabt. Von 49% Akkuleistung plötzlich auf 7% runter. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Müsste ich mal gucken, neuen Akku fürs Handy vielleicht. Weil das stimmt was nicht. Dann habe ich es einfach aufgegeben und habe die Dämpferbrücke eingebaut. Ja, ich habe hier noch ein Unboxing-Paketchen neben mir liegen. Kommen wir aber sofort zu. Ich möchte noch auf eine Frage eingehen. Ich habe es versprochen. Und zwar hat jemand unter den Unboxing von den Querlenkern geschrieben, dass ich mal ein Einbauvideo machen soll, hier wie ich die Sachen im AirTag, Gasdevil etc. einbaue. Ich muss dazu sagen, ich hätte die Sachen vor der Kamera eingebaut, nur das Problem ist einfach, das Geruckel, ne, von der Kamera, das kommt auch manchmal davon, wenn es einfach zu dunkel ist. Ihr könnt das zum Beispiel auch gucken in mein 200 Abonnenten-Special in Aachen, wo ich da war, wo ich abends nochmal mit dem Rexi gefahren bin, da ruckelt das auch so. Das Problem ist, wenn es zu dunkel ist, stellt das Handy die Helligkeit automatisch höher. Auch wenn ich es runterregel in den Einstellungen. Und das packt wohl irgendwie, ich habe mal mich erkundigt, irgendwas mit Android 4.1.4 hat das was mit zu tun oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall mit der 4er-Serie des Androids. Da kommt das S2 nicht mehr so gut mit und dann ruckelt das, ja. Und deswegen, da das Fenster in der Garage von dem neuen Platz jetzt ein bisschen zu weit weg ist es da ziemlich dunkel, ne, wie ihr da auch gesehen habt. Und da kommt das Handy nicht mit klar.
Jetzt muss ich mir erstmal da eine Halterung bauen für eine Lampe. Ne? Da ist so eine Steckdose noch, damit ich Licht habe und für euch die Videos machen kann. Weil sonst macht das keinen Sinn. Das sieht einfach blöde aus und das macht bestimmt auch keinen Spaß, weil man erstens kaum was sieht und zweitens ruckelt es rum wie sonst was. So, das war die Karo mit Spoiler. Jetzt kommen wir zu den kleinen Paketchen, was hier neben mir liegt. Das ist von RCK Online. Zu RCK Online muss ich echt sagen, richtig geiler Laden. Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe schon so oft da bestellt und die sind sehr schnell mit dem Liefern, ja. 1 bis 2 Tage Versand und das Paket ist da, egal was es ist, ne? Bei mir war bisher immer alles pünktlich angekommen und auch der Preis in diesem Laden richtig super. Also schaut da mal vorbei. Die haben momentan auch Angebote des Monats, zum Beispiel 3 Zündkerzen für 12,90 €. Das sind die Champion RZ7C. Kupfer Plus Zündkerzen, das sind ziemlich gute Zündkerzen. Sind, glaube ich, von 29 € oder 24 € oder so runtergesetzt auf 12 € und ein paar Cent, ne, bei RCK Online. Schaut da einfach mal vorbei. Ja, hier haben wir blauen Spritschlauch drin. Habe ich bei RCK Online natürlich bestellt, wie man sehen konnte. Ja, habe ich bei eBay gekauft. Der Preis war ein bisschen günstiger, aber dafür noch Versandkosten dabei. Und ja, warum ist denn das hier zugetackert? Das ergibt natürlich viel Sinn, das hier zuzutackern. Ja, super. Na gut, das ist der Spritschlauch in Blau für Großmodelle. Innendurchmesser ist, glaube ich, 3,4 mm und außen sind, glaube ich, 6,3 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist er ziemlich dick, schön flexibel. 1 Meter lang, ne, für 3 € und ein paar Cent. Und ja, ich finde den eigentlich ziemlich gut. Ich habe mir den jetzt hier nur in der Verpackung angeguckt. Ich habe leider gerade kein Messer, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja nur ein Spritschlauch. Vom Nitroverbrenner kann man beim Großmodell leider nicht verwenden, ist der Durchmesser zu klein. Deswegen habe ich mir jetzt extra Spritschlauch gekauft. Und ja, macht einen guten Eindruck, denn meiner ist steinhart, soll angeblich benzinfest sein, aber mein Baumarkt, ich glaube, der erzählt da nicht immer so die Wahrheit, das steht, ne? Das kann man von so einer Rolle abziehen, den Schlauch. So ein durchsichtiger war das, ne? Ist auch zu groß, ne? Von daher hätte ich eh einen neuen haben müssen. Aber da steht, dass er angeblich benzinfest ist, säurefest, ölfest und etc. Aber man sieht, bei mir ist der schon steinhart, ne? Also, das geht gar nicht. Ja, so viel dazu, ne? Zu dem Spritschlauch und zu der Karosse. Ja, das Video wird jetzt meiner Meinung nach so ein bisschen kurz, deswegen habe ich euch mal was vorbereitet für euch. Und zwar seht ihr jetzt mal einen schönen Umblick um den Carson Attack, 360 Grad Blick und etc. Mal gucken, was mir sonst noch so einfällt, ne? Weil ich habe den nämlich fertig. Man sieht ihn mit der Karosse, den Reifen, den ganzen Aluteilen. Und ich habe noch so ein paar blaue Akzente gesetzt. Motorschrauben, ne? Und Lenkungsschrauben etc. Und ich würde mal sagen, ja, schaut euch das einfach mal an, ne? Und danach ist das Video auch zu Ende. Ich sage dann schon mal hier an dieser Stelle Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ich war's, euer PowerG. Und jetzt viel Spaß mit dem kleinen Rundumblick um den Kasten. Things, yeah. Hardcore vibes that are on things, yeah. Hardcore vibes that are on things, yeah. Hardcore vibes that are on things, yeah. To all the ravers in the nation.